hallo, hallo zusammen. Einen wunderschönen guten Abend. Es ist tatsächlich heute mal noch hell draußen. Ich finde es Wahnsinn, der Frühling kommt. Ich hoffe, ihr freut euch genauso sehr darüber, wie ich es tue. Wir sind schon bald am Ende unserer zweiten Staffel angekommen. Wahnsinn, wir haben schon so viele tolle Protagonistinnen hier gehabt und das geht natürlich heute genauso weiter. Heute mit der lieben Julia Blöchel, einem neuen Jungprofi. Und wir werden uns neben ihrer Travel-Fotografie auch dem Thema Ausbildung widmen und gucken, wie wird man denn heute eigentlich Profi-Fotografin und was für unterschiedliche Wege gibt es, beziehungsweise welchen Weg hat Julia da eingeschlagen. Wie immer aber an dieser Stelle erstmal kurz der kleine Schwenk in unser Pro-Center, diesmal mit dem lieben Michael. Ja. Heute habe ich mal die Ehre, yes, statt Pascal, und ja, ich bin auch gespannt, was du so über Julia, von Julia zeigen kannst. Ich hoffe vielleicht sogar was bei Instagram, mal gucken, ob es gleich wieder geht. Ja. Gerade können wir nicht auf Instagram zugreifen, können leider nicht ihre Seite zeigen, aber das können die Zuschauer dann zu Hause nachholen vielleicht. Ja. Ganz genau, das können wir dann im Nachgang nochmal verlinken, und wir haben ja auch so einiges vorbereitet, dass wir euch ein paar schöne Sachen zeigen können. Michael ist auf jeden Fall wieder für alle eure technischen Fragen da, also schießt los, wenn ihr irgendwelche Insights zu dem Equipment braucht, da ist er auf jeden Fall euer Mann, der hat gerade schon wieder alles gerichtet, es ist einfach immer der Wahnsinn, ich freue mich immer so, dass ihr da seid, es ist super, großes Dank nochmal an der Stelle. Und genau, Fragen, die ihr an die liebe Julia oder an uns zusammen habt, auch einfach schickt die in den Chat. Die werden an uns weitergeleitet und dann, ja, binden wir die einfach schön ins Gespräch mit ein. Genau, traut euch, werdet alles los, was ihr loswerden wollt. Ja. Yes, Michael, ich verabschiede mich wieder in den Hintergrund, in den Underground. und dann lasse ich euch die Bühne. Viel Spaß. Danke dir. Dann sage ich hallo, liebe Julia. Komm doch gerne zu uns. Hallo, da bist du. Hallo, Janina. Hallo, hallo. Nein. Ja, und ich freue mich, dass es geklappt hat, dass du hier auf der anderen Seite bei uns bist. Erzähl doch mal kurz unseren Zuschauern, von wo du dich gerade dazu schaltest. Ja, ich sitze gerade in Augsburg bei Hunger und Simmet, bei dem Betrieb, dem Studio, wo ich meine Lehre gemacht habe, und ja, genau. Super. Die hast du im Sommer letzten Jahres beendet, ne? Und bist dann, und bist seitdem im Ausbildungsbetrieb jetzt als Fotografin übernommen, richtig? Genau, nach meiner Ausbildung bin ich übernommen worden. Super. Super. Und vielleicht mal ganz kurz als kleine Anekdote am Rande. Magst du erzählen, wie wir uns kennengelernt haben? Ich finde das ja total schön, dich jetzt hier auf dieser Ebene wiederzutreffen, nachdem wir letztes Jahr war das, ne? Anfang letzten, nee, sogar vorletztes Jahr schon. Schon länger her, glaube ich. Genau, ja, vorletztes Jahr. Genau. Wir hatten in München in der Berufsschule einen Sony-Workshop und da habe ich die liebe Janina kennengelernt. Und genau, wir hatten einen Workshop, einen ganzen Tag lang ging der, durften Kameras ausprobieren und Objektive. Und ja, und dann habe ich sogar Kopfhörer gewonnen, was auch cool war. Da hast du schon einen Preis abgeräumt, genau. Und das ging dann weiter. Also da hat man auf jeden Fall schon dein Feuer für die Fotografie wahrnehmen können. Und das hast du dann richtig schön weitergeführt und hast im vergangenen Jahr, bist dann nochmal gekürt worden vom Zentralverband der deutschen Berufsfotografen als Deutschlands bester Jungprofi, ne? Auf nicht lang. Nur dritte, aber ich bin genau. Ja. Die ersten drei Plätze, alle sind sie Gewinner. Ja, super schön. Super, super schön. Ja, wir haben es eben schon ganz kurz von Pascal gehört. Eigentlich hätten wir jetzt an der Stelle ganz gerne mal deinen Instagram-Kanal eingeblendet, um so ein bisschen einen Überblick zu geben, was du auch für Fotografien in deinem Portfolio hast, beziehungsweise auch zeigst oder in die du dich gerne entwickeln möchtest.
Instagram hat uns da heute so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die will seit irgendwie anderthalb Stunden einfach nicht mitmachen. Aber den Link schicken wir euch auf jeden Fall noch und gucken uns dafür jetzt mal die Website von Julias Ausbildungsbetrieb an und sprechen erstmal so ein bisschen darüber, was du da denn eigentlich alles gelernt hast oder wie so ein bisschen dein Weg auch in die Fotografie war. So, gehen wir mal hier drauf. Wunderbar. Erzähl uns gerne mal ein bisschen was darüber. Ja, also bei uns im Studio ist es so, dass wir ganz viel Möbel fotografieren. Also da werden ganze Räume aufgebaut und es werden die Möbel dann ins Set gestellt. Es wird von der eigenen Dekoabteilung, dann werden die Zimmer, die Räume dann dekoriert. Dann wird das Licht gesetzt von uns Fotografen und anschließend, genau, findet meistens ein Modelshooting statt, auch bei den Interior-Aufnahmen. Und genau, es ist ganz viel Teamarbeit und macht großen Spaß. Sehr schön. Wie war denn das bei dir in der Ausbildung? Also ich meine, ihr habt ja wirklich, oder beziehungsweise du hast den Schwerpunkt Produktfotografie gehabt. Wenn ich jetzt so über Produktfotografie nachdenke, dann bin ich erstmal eher klassischer bei so einem Freisteller oder vielleicht auch, ja, vielleicht auch mal solche Ansichten oder sowas hier, aber jetzt weniger tatsächlich bei so Lifestyle-Kampagnen. Das fällt aber bei dir alles in den Bereich, den du mittlerweile abdeckst, oder? Absolut. Also wir haben ganz viele Lifestyle-Aufnahmen, also auch viele oder bei fast allen Aufnahmen Model-Shootings. Wir haben auch eine eigene Model-Datenbank und dadurch den Luxus, uns auch passend zu den Aufnahmen die passenden Models rauszusuchen. Dazu gehören aber trotzdem auch die ganz klassischen Freistelleraufnahmen oder einzelnen Produktaufnahmen, aber auch Reportagen. Genau. Super. Und wie ist das aufgeteilt? Also vielleicht einmal auch im Vergleich zu deiner Zeit, wo du dich noch in der Ausbildung befunden hast und jetzt auch zu dem, was jetzt danach kommt. Also sind die Aufgaben da schon klar verteilt? Also machst du heute die meisten Shootings tatsächlich wieder mit Model oder ist es immer noch dieser bunte Blumenstrauß, den du tatsächlich da auch bedienst? Also es ist der bunte Blumenstrauß, wie du das so schön gesagt hast. In der Ausbildung ist es hauptsächlich so, dass man als Assistenz eben auch mit dabei ist bei den Shootings und gar nicht so oft fotografiert. Also man ist hauptsächlich als Assistenz mit dabei. Das verändert sich dann aber im Laufe der Lehrjahre. Da bekommt man dann mehr Verantwortung. Und jetzt, seitdem ich ausgelernt bin, ist die Verantwortung größer und die Shootings natürlich auch. Klasse. Ja, das glaube ich. Wie ist denn das dann da? Arbeitest du also du hast eben schon gesagt, ihr setzt dann auch das Licht und so. Das heißt, ihr arbeitet immer in festen Teams, die auch wirklich alle angestellt sind im Studio? Oder arbeitet ihr dann da auch manchmal mit externen Lichtbildnern oder Lichttechnikern beziehungsweise oder wie geht ihr da mit also um? Größtenteils ist es so, dass wir mit unserem eigenen Team arbeiten. Manchmal ist es so, dass wir auch externe Fotografen beispielsweise buchen, die vielleicht auch schon früher des Öfteren mal bei uns im Studio auch gebucht waren. Also da pflegen wir auch die Kontakte. Und ansonsten eher selten mit externen Lichttechnikern. Also wir arbeiten in den Teams bei uns. Es wird wöchentlich meistens durchgemixt, dass man da einfach eine Varianz bekommt. Ja. Ne? Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich habe gerade die gute Nachricht bekommen, dass Instagram wieder live ist. Woohoo! Das heißt, dann können wir jetzt doch noch ein bisschen was zeigen, weil ich das wahnsinnig spannend finde, zu sehen, wie weit denn doch deine, naja, ich sag mal noch hauptsächlich private Fotografie, die sich ja aber auch in Richtung
Einnahmequelle vielleicht entwickeln soll in der Zukunft, wie sehr die sich doch unterscheidet von dem, was ihr im Betrieb umsetzt. Ja, super. Wir gucken uns dazu jetzt mal deine Instagram-Seite an. Und da sind wir jetzt auch mehr im Thema, was ja hier auch ein bisschen angekündigt worden ist, Travel-Fotografie. genau, erzähl uns doch mal, wie es dazu kommt, dass das, was ich hier alles sehe, so anders ist. Ja, sehr gerne. Also ich finde es gerade schön, im Studio ist es oftmals so, dass man den Wünschen der Kunden eben gerecht werden muss. Und ja, Studiofotografie, Produktfotografie, da kommt es natürlich, man darf schon auch seine Kreativität mit reinbringen, aber eher weniger, weil es eben darauf ankommt, was der Kunde sich wünscht. Und bei meiner privaten Fotografie mag ich es ganz gerne einfach als Ausgleich, ja, so ein bisschen kreativer zu fotografieren, freier zu fotografieren, das, was mir in den Sinn kommt, abzulichten, ja, einfach genau das Gegenteil als Ausgleich. Hm. Ja. Und das machst du hauptsächlich auf Reisen oder passiert das schon auch mal, dass du das auch in der Heimat umsetzt? Das setze ich auch gerne mal in der Heimat um. Okay. Ja, doch. Einfach mal in die Stadt laufen und auch die gewohnte Umgebung wieder neu zu entdecken. Super. Ich finde es total schön. Und was natürlich auch auffällt, wenn man hier jetzt so durchgeht, die Person, die wir hier immer sehen, das bist du, ne? Oder häufig sehen. Das heißt, du setzt dich auch damit auseinander, wie es so vor der Kamera ist. Das finde ich ist ja auch immer, es ist ja eigentlich noch eine Ebene, die du mit reinnimmst. Wie setzt du das ja auch technisch um? Arbeitest du mit einem Funkauslöser oder wie machst du das? Also viele Aufnahmen von mir, die auf meinem Instagram-Account drin sind, haben beispielsweise eine Freundin von mir gemacht. Die sind gar nicht direkt von mir. Aber was ich sehr gerne mache, ist, wir hatten in der Berufsschule mal ein Projekt, wo wir eine Hommage an Fotografen setzen sollten. Und ich habe mir die Vivian Maier ausgesucht, weil ich das schön fand, wie sie zu der Zeit damals sich selbst als Frau inszeniert hat und fotografiert hat in Spiegeln oder in Schaufenstern. Und da habe ich so auch Lust drauf bekommen, das mal zu machen und zu schauen, hey, wie könnte ich mich denn selbst auf eine ganz andere Art und Weise fotografieren, die vielleicht interessant und spannend ist. Ja, super. Ja, tatsächlich, also wer jetzt hier ein Behind the Scenes von mir sehen könnte, der würde sehen, dass der ganze Aufbau hier auf einem Vivian Maier Street Photography Book beruht. Also ist für mich auf jeden Fall auch sehr naheliegend und ich glaube, die gute Frau war Inspiration für viele sehr, sehr gute Fotos. Und das funktioniert bei dir wirklich einwandfrei. Es ist irgendwie eine runde Sache. Ja, ich glaube, jetzt hat man schon mal so ein bisschen Eindruck bekommen, wie dein, ich sag mal, Leben als Fotografin, so was für einen schönen Potpourri du da irgendwie mitbringst. Wir gehen im Späteren nochmal auf deine Travel-Fotografie ein. Da hast du uns noch ein paar ganz schöne neue Insights von deiner letzte Woche beendeten Reise nach Sri Lanka mitgebracht und auch noch ein paar weitere Einblicke. Wir würden uns jetzt aber gerne erstmal noch ein bisschen dem Thema Ausbildung und ja, wie die Fotografie und wie deine Zeit da so verlaufen ist, dem thematisieren. Genau, da hast du uns auch ein Video mitgebracht. Das ist ein Behind the Scenes von deiner freien Abschlussarbeit, richtig? Ja, genau. Genau. Bevor wir über die Arbeit sprechen, magst du uns mal so ein bisschen erzählen über die Randpunkte? Also was war vielleicht auch die Aufgabenstellung und wie bist du dann überhaupt rangegangen an die ganze Thematik? Gerne. Also die Aufgabenstellung war, dass man
also sich ein freies Thema überlegen konnte. Man konnte ganz egal was, man konnte irgendwas fotografieren, was man möchte, auch vom Themenschwerpunkt abweichen, weil man dazu in der Ausbildung bei der Abschlussprüfung nochmal eine gesonderte Aufgabenstellung bekommt. Und ich hatte mir Gedanken gemacht, ich wollte ein Produkt fotografieren, weil ich wusste, das ist das, was ich ja die ganze Ausbildung lang auch gemacht habe. Da bin ich fit drin und ich wollte aber auch was Kreatives schaffen oder irgendwas auf eine andere Art und Weise eben fotografieren und bin dann auf die Idee gekommen, dass ich ein Seidentuch fotografieren möchte. Die Aufgabenstellung war, dass man mindestens 3 Aufnahmen fotografiert. Ansonsten war aber alles frei beim freien Thema, genau. Super. Ich blende mal die Bildergebnisse ein, wo man so ein bisschen schon mal sieht. Das war das Seidentuch als reine Produktaufnahme. Genau. Sehr, sehr schön gelöst. Hast du den Rahmen dann auch extra dafür gebaut? Den Rahmen habe ich als Leerrahmen gekauft und ihn dann mit derselben Farbe lackiert, wie ich die Wände und den Boden gestrichen habe. Ah, super cool. War cool. Und dann gibt es als Add-on aber auch noch Seidentuch am Model, also Porträt, auch noch mit reingenommen. Und wie das Ganze dann am Set aussah, gucken wir uns jetzt einmal an. Michael, sei doch so lieb und spiel mal das erste Video ein. Wahnsinn, das heißt, du hast das echt alles selbst gestrichen, ja? Ja. Sehr cool. Wie bist du da an die Planung rangegangen? Also gab es schon, gab es ein richtiges Moodboard, gab es kleine Scribbles, gab es irgendwie, also kleine Lichtzeichnungen und Co. oder findet das alles eher bei dir im Kopf statt? Das gab es alles tatsächlich. Das war unter anderem auch eine Voraussetzung für die Prüfung. Man musste eine Konzeption schreiben und auch Lichtskizzen abgeben. Also. Der ganze Planungsprozess war bei mir aber sehr durcheinander, weil ich bis eine Woche vorher noch nicht so richtig wusste, wie ich das Ganze umsetzen möchte. Aber ja, hat alles ganz gut funktioniert. Das heißt, du bist schon so, würdest du dich auch mehr so beschreiben, dass du musst die Fotos mehr fühlen, oder? Als dass du sie planst. Ja, auch. Also meine Schwierigkeit liegt daran, rauszufinden, was ich dann möchte. Also die Vorstellungskraft ist da, aber die Entscheidungsfreudigkeit ist nicht so da. Genau. Ich habe so viele Ideen im Kopf, dass ich dann nicht weiß gleich sofort, auf was ich mich konzentrieren möchte. Ah ja. Aber das kann ich verstehen. Das kann ich gut verstehen. Das geht mir auch oft so. Ich habe dann auch mal, und dann finde ich das Licht schön und die Farben toll und dieses und jenes und dann versucht man ganz viel zusammenzubringen. Ja, wir haben es eben schon angesprochen, du hast damit nicht nur deine Prüfung gut absolviert, sondern hast damit dann auch noch einen Preis abgesahnt. Wie ist es denn dazu gekommen? War das einfach so ein Aufruf auch irgendwie von einer Berufsschule oder von eurem Arbeitgeber, hey, oder vom Ausbildungsbetrieb, hey, schick das auch mal ein zu bestimmten Wettbewerben? Oder wie bist du überhaupt dazu gekommen, das zu machen? Das war so, dass bei der Prüfung bekommt man ja Punkte auf die Arbeiten. Und ich glaube, alle Aufnahmen, die von ganz Deutschland über 80 oder 85 Punkte lagen, die wären theoretisch alle in dem Topf drin, dass man bei diesem Wettbewerb Deutschlands bester Jungprofi mitmacht. Mhm. Man wird dann nochmal gefragt, ob man mitmachen möchte, ob man die Bilder einreichen möchte und wird darüber aufgeklärt, dass man halt, dass man eben was gewinnen kann, dass es eben ein Wettbewerb ist, die Rahmenbedingungen. Und dann habe ich mich dazu entschieden, dass ich da mitmachen möchte.
Genau. Super. Ja, ich finde das ganz, ganz wichtig, vielleicht auch einfach an der Stelle nochmal zu erwähnen, dass man über so eine Teilnahme an so Wettbewerben natürlich wahnsinnig viel Aufmerksamkeit schaffen kann. Weil es gibt so, so viele gute Talente da draußen, aber ich glaube, die Schwierigkeit liegt oft darin, dass ja, man den anderen Leuten auch zeigen muss, dass man da ist und das auch kontinuierlich machen sollte. Also von daher an der Stelle ein großer Call to Action und auch ein Arschtritt an mich selbst, weil ich selbst auch viel zu wenig mache. Immer mal wieder freie Arbeiten, Arbeiten, die einem gut gefallen, wo man Herzblut reingesteckt hat, immer mal wieder einzureichen und zu gucken, was gibt es da für unterschiedliche tolle Wettbewerbe. Da gibt es eine, zum Beispiel in der Photo News gibt es auf der letzten Seite immer eine ganze Sparte, wo man sich anschauen kann, wo man recherchieren kann, hey, welche offenen Wettbewerbe gibt es gerade? Und dann kann man immer mal gucken, passt das zu mir und meiner Arbeit? Also ich glaube, das ist eine total schöne Sache. Und dich hat es dann am Ende tatsächlich ja auch auf die Mainstage der Fotopia gebracht. Also ich meine, hey, das ist die aktuell größte deutsche Fotomesse und da standst du dann irgendwie mit deiner Arbeit und vor ganz vielen, vor einem großen Fotofachpublikum. Also finde ich, ist schon eine starke Leistung. Ja, doch, das war wirklich sehr cool. Wie war so dieser Moment für dich? Konntest du das so richtig realisieren? Nein, gar nicht. Also ich habe mich sehr gefreut, aber in dem Moment kann man das gar nicht so begreifen, dass alles, was man sich in seinem Kopf ausgemalt hat und überlegt hat und noch ein paar Wochen zuvor sich den Kopf zerbrochen hat, ob man die Prüfung bestehen würde und dann, ja, passiert sowas. Wow. Hier bist du mit dem lieben Olli. Sehr schön. Ja, und was hast du da Gutes gewonnen? Da habe ich ein Objektiv gewonnen, genau, ein 50 mm Objektiv mit Super. G-Max. Ja. Das ist doch ein sehr, sehr guter Punkt, mal einmal über dein Equipment zu sprechen. Womit ziehst du so los? Was ist dein Standard-Equipment aktuell? Also aktuell habe ich die Sony Alpha 7 Der IV und fotografiere. Genau, und fotografiere meist mit einem 28-70, genau, Objektiv. Und mein Objektivfuhrpark ist aktuell noch nicht so groß für meine Reise nach Sri Lanka durfte ich mir von euch ja 70-200 leihen. Das Tolles war Objektiv, oder? gar nicht mehr hergeben. Das war wirklich toll. Und ein Extender dazu, dass ich dann auf 400 mm zoomen konnte, das war richtig toll, ja. Ach, cool. Super schön. Ja, ich würde sagen, wir haben zwar noch ein paar mehr Behind the Scenes aus der Ausbildung dabei, aber ich glaube, wir schwenken mal um zu deinem Herzstück zur Travel-Fotografie. Da kam mir eben auch schon ein sehr schöner Kommentar, dass die Fotos ganz toll sind. Das, was man eben schon kurz gesehen hat. Und das kann ich nur unterschreiben. Ich finde das, was wir eben schon kurz auf Instagram gesehen haben und auch so, was du so von deinen Reisen irgendwie zeigst, es hat ganz viel Nähe irgendwie. Man hatte mal das Gefühl, du bist so ein bisschen verliebt in die Orte. Das ist ganz schön. Genau. Zum Thema, okay, wie reisen wir? Mit welchem Equipment reisen wir? Hast du auch ein schönes kleines Behind the Scenes mitgebracht, wie du jetzt in Sri Lanka unterwegs warst? Erzähl uns vielleicht, bevor wir da reingucken, einmal noch kurz was zum, ja, einfach zur Reise an und für sich. Wie bist du gereist? Gab es vielleicht auch irgendwie schon vorab irgendwelche Absprachen beruflich gesehen oder hast du gesagt, nee, ich bin hier einfach eigentlich hauptsächlich im
Urlaubsmodus und will natürlich fotografieren, aber genau, wie war das alles? Also, ich war hauptsächlich tatsächlich im Urlaubsmodus oder voll und ganz, sagen wir es mal so. Es gab da keine Aufträge oder sowas. Ich habe das nur für mich gemacht und habe mir im Vorhinein, also ja, den Flug habe ich mir eher spontan gebucht. Das war jetzt nicht so, ah ja, ich will nach Sri Lanka, eine längere Planung, sondern eher, ja, ich würde da irgendwie gern mal hin, ich buche mir einen Flug. Und dann habe ich mir die erste Unterkunft gebucht und bin dann, ja, ich dachte, ich wäre besser mit meinem Rollkoffer unterwegs, weil ich ja meinen Kamerarucksack mit dabei hatte und ich dachte, ich bin vielleicht zu aufgepackt mit dem Rollkoffer, hat sich jetzt rausgestellt, war es teilweise ein bisschen schwierig, hätte ich auch selber vorher merken können, aber ging trotzdem, hatte Vor- und Nachteile während der Reise, ja. Du hattest auf jeden Fall viel Platz, gepäcktechnisch wahrscheinlich. Ja, zu viel gebraucht, das ist ja immer so und man denkt immer, Ja, aber wer jetzt zum Beispiel noch nicht in Sri Lanka unterwegs war, da können wir ja an der Stelle vielleicht jetzt einmal das erste Video einblenden. Michael, sei mal bitte so gut, dass man mal sieht, wie du dann da die ganze Zeit unterwegs warst. Genau, also man sieht, es geht vom Tuk-Tuk in den nächsten Bus und ich glaube, das nächste Video kannst du auch mal direkt hinterher schieben. Da sieht man noch ein bisschen mehr Action, glaube ich, wie du da, genau, auch da. What the fuck? It was a big... Sehr schön. Also du hast erstmal ganz gut treiben lassen, bist viel irgendwie durchs Land gereist und hast dich von den einzelnen Orten, auch von den Personen inspirieren lassen, auf die du getroffen bist? Oder ist es dann doch immer mehr Land, was dich fasziniert? Ich würde sagen, beides. Also die Kombination. Hm. Die Landschaft ist in Sri Lanka unglaublich schön. Aber auch die Menschen, die ich kennenlernen durfte, waren unglaublich herzlich. Also wirklich, ich habe mich auch nie unsicher gefühlt in der Richtung, weil ich ja doch auch alleine unterwegs war. Also ich habe schon auch Leute kennengelernt, aber allein als Frau, man sagte dann, oder ich habe oft die Kommentare gehört, ja, willst du wirklich alleine in Urlaub fahren? Ich würde das nicht machen. Aber ja, es war wirklich sehr schön. Und die Menschen, die haben, es ist halt eine ganz andere Kultur, die haben andere Werte, aber sind, ja, es war wirklich richtig schön. Super. Ja, ich würde sagen, wir zeigen einfach mal ein paar Aufnahmen, die du uns mitgebracht hast. Und erzähl uns gerne mal ein bisschen was dazu. Wo sind wir hier gerade und was hat dich da so fasziniert? Und wie bist du dann auch da tatsächlich fotografisch dran gegangen? Das war tatsächlich am ersten Abend in Negombo. Ich habe mich dazu entschieden, also in Negombo ist auch der Flughafen. Ich habe mich entschieden, dass ich da eine Nacht bleibe, habe mir eine kleine Unterkunft da gebucht, direkt am Strand in einem kleinen Guesthouse, wo auch tatsächlich kaum andere Touristen waren. Da waren eben die einheimischen Kinder, die da am Strand gespielt haben. Und das war so, in dem Moment war ich irgendwie so emotional erfasst, weil ich einfach so glücklich war, dass ich hier sein darf. Und das Bild ja, spricht mir da irgendwie aus der Seele. Also super schön. War ein schöner Moment. Ein Moment des Ankommens. Und ja. Bist du denn dann, was mich da immer so dran interessiert,
Bist du dann aus deinem Hotelzimmer gegangen? Also ich stelle mir vor, so eine Reise, das ist ja jetzt auch nicht irgendwie mal eben um die Ecke. Du bist ja dann auch schon lange unterwegs, bist dann an dem Tag irgendwie vielleicht ein bisschen gerädert, gerade angekommen und dann gehst du aber direkt mit deiner Kamera raus. Ja, tatsächlich war das so, weil es einfach so schön war und ich mir dachte, ich muss das jetzt fotografieren. Und ich war auch wirklich platt, weil der Tag sehr lange war und die Flüge waren anstrengend. Aber das Erste, was ich gedacht habe, als ich dann im Strand war, ui, ich muss ein Foto machen. Hat sich total gelohnt. Also ich finde super. Richtig schön. Da sehen wir jetzt eine ganz andere Ecke. Da bist du in den Bergen unterwegs gewesen. Genau, das ist jetzt in Sibiria. Das ist auch, denke ich, eines der klassischsten Motive, die man auch aus Sri Lanka kennt. Das ist der Lion's Rock. Da bin ich auf den Pirurangala Rock drauf, also ja, gewandert. Und ja, es ist aber schon auch sehr touristisch dort gewesen. Man hat schon gemerkt, der Ort hat in Instagram und in anderen Social Media Plattformen an Bekanntheit gewonnen, waren viele Menschen da, aber ich dachte mir, die Aufnahme muss auch mit rein, weil sie so ein bisschen hat für mich, gibt mir so ein majestätisches Feeling oder also das Bild. Ja. Total. Es strahlt irgendwie eine wahnsinnige Ruhe aus und so eine, ja, auch irgendwie eine Kraft, ne? So, als hätte man das so bewusst da oben diesen riesen Kiesel draufgesetzt. Sehr schön. Dann generell Natur, das habe ich auch, das sehe ich auch immer wieder bei dir, bei Instagram. Du gehst auch gerne mal nah ran, ne? Ja, voll. Doch. Sehr gerne. Ich mag sehr gerne Blätter, Strukturen oder auch eben jetzt hier der Farn. Das ist was, was mich dann irgendwie auch fasziniert und da muss ich dann auch ganz viele Bilder davon machen. Sehr gut. Das heißt, mit dir zusammenzureisen könnte auch schwierig werden, weil ein einheitliches Gehtempo oder sowas gibt es nicht. Du wirst auch immer wieder abgelenkt. Genau, das stimmt. Same. Sehr schön. Oh ja, das Leben auf den Schienen. Die Eisenbahn da ist natürlich auch berühmt, berüchtigt. Das ist auch, die ist Asbach uralt, ne? Diese Dampflok, die da rumfährt. Ja, ich glaube, es waren verschiedene, als ich dort war. Also es war schon auch ein alter Zug, aber er sah ein bisschen neuer aus als den, den ich erwartet hatte. Ah, okay. Ich hatte das irgendwie so abgespeichert, dass da tatsächlich nur noch eine so eine uralte Kohleeisenbahn rumfährt. Aber kann natürlich sein, dass die mittlerweile ein paar neue mit dazu genommen haben. Aber auch so, ne, diese Bahnfahrten da, das ist echt super. Was ich mich hierbei gefragt habe, warum hier schwarz-weiß? Ich finde, manchmal kann man Bilder in Schwarz-Weiß besser deuten oder die Bedeutung ist stärker, weil man sich nicht auf die Farben konzentriert, sondern eher auf die Personen oder Dinge, die abgebildet sind. Und ich fand bei dem Bild das so schön, weil der Kontrast zwischen dem Local, also dem Einheimischen, der gerade seine Mangos waren, glaube ich, da drin, die er über die Brücke da getragen hat. Und also sein Leben und der Kontrast zu den touristischen Unterkünften, die oben im oberen Bildbereich zu sehen sind. Ja, das fand ich irgendwie schön, die Gegenüberstellung von den Ja. verschiedenen Leben, die sich halt da treffen, gerade auch an so touristischen Plätzen. Und in Schwarz-Weiß gibt es mir manchmal ja, das Gefühl kommt irgendwie besser rüber. Also funktioniert total. Ich finde es immer nur faszinierend, was für eine Idee dahinter steckt. Auch hier, ne? Ist es eigentlich vorne, ist es eine Person, die durchs Bild geht oder sind es Blätter? Das ist eine Person. Ah ja, super. War das so geplant? Nee, gar nicht. Also das war nicht geplant, aber mich hat es dann total gecatcht, als ich es gesehen habe. Also als ich gesehen habe, dass der Mann durchläuft. Ja, es ist Genau. super.
so die Kombination von Natur, den Tieren und auch den Personen. Ja, sehr schön. Oder auch hier mal so ein Moment. Ich finde, so ganz oft habe ich bei deinen Bildern das Gefühl, ach ja, da war ich auch gerade. Du schaffst das irgendwie so, einen Moment von Wahrhaftigkeit damit auch irgendwie zu vermitteln. Das ist echt sehr schön. Man fühlt die Orte richtig. Das freut mich. Schön. Das hier finde ich auch ganz, ganz toll. Hast du die meisten Aufnahmen, die wir jetzt auch gesehen haben, auch wie du eben gesagt hast, von dem Local, der so weggeht, ist ja häufig irgendwie durchlaufen von hinten. Hier bist du jetzt mal ein bisschen näher dran. Hast du den Herrn gefragt, ob du ihn fotografieren kannst? Oder war das auch, ja. Ich war da in einer Wood Factory in Kandy und habe mir da angeschaut, wie die Menschen dort arbeiten und habe dann gefragt, auch ob ich eben Fotos machen darf, und die waren dann auch offen dafür. Ich habe dann verschiedene Arbeiter fotografiert und das hat mir besonders gut gefallen, weil ich auch das Möbelstück sehr schön fand, was er da gebaut hat, und auch das Können, was die haben, was die über Generationen weitergeben, das Handwerk einfach, ja. Toll. Ja, das ist echt schön. Hier sind wir nochmal am Strand. Ist das wieder in Negombo? Wieder am Anfang? Ja. Ja. Tatsächlich auch in Negombo. Sorry. Sehr schön. Hier auch noch, ne? Auch der erste Abend. Ja, das ist der erste Abend. Super, da hat dich das Land gecatcht. Schön. Ja. Top. Und da diese super Abendstimmung, ne? Also ganz schön dieses Licht-Schattenspiel eingefangen. Sehr, sehr schön. Was mich jetzt an dem Punkt interessiert, wie würdest du denn weiter gerne auch damit umgehen? Also ist das was, so diese ganze Travel-Schiene, wo du sagst, ich möchte mir das auch wirklich als, ich sag mal, mein Hobby plus behalten, weil ich möchte diese Freiheit irgendwie behalten? Oder ist das was, wo du auch sagst, ah, das wäre schon schön, damit auch irgendwann zukünftig noch Geld zu verdienen? Oder tust du das vielleicht schon? Ich tue es leider noch nicht. Also es ist natürlich, ich glaube, ich weiß nicht, aber ich denke, für ganz viele ist es so ein Träumchen, dass man damit sein Geld beziehen kann davon, weil es einfach unglaublich Spaß macht, man unterwegs sein kann, neue Leute kennenlernen. Das würde mir natürlich sehr großen Spaß machen. Aber es ist auch so, dass ich es jetzt gerade auch genieße, im Studio zu arbeiten, mich da weiterzubilden, auch weil ich ja jetzt auch so richtig Verantwortung übernehmen darf und eigene Projekte bekomme. Und ich merke, dass ich auch jetzt gerade jetzt eben sehr viel dazu lerne. Ja. Und ich möchte mir jetzt mein Know-how auch noch ein bisschen erweitern. Ja. Aber natürlich, was in der Zukunft steht. Ja. Wir werden sehen. Also du hast ja auf jeden Fall ganz viel großes Lob bekommen und deine Bilder und deine Bildsprache spricht auf jeden Fall dafür, dass du damit mehr anfangen kannst und solltest vielleicht irgendwann. Sehr schön. Sehr, sehr schön, genau. Um nochmal so ein bisschen darauf einzugehen, wie du dich dann auch vor Ort bewegst und wie du auch mit der Kamera unterwegs bist, hast du uns sowohl noch ein, zwei Fotos behind the scenes mitgebracht und aber gleich auch noch ein, zwei Videoschnipsel. Du hast eben schon gesagt, hier sehen wir jetzt das 70-200er, ne? Ja. Was du mit dabei hattest. Wie bist du denn dann tagsüber unterwegs gewesen? Warst du, weil wenn du da jetzt irgendwie so reist, stelle ich mir vor, wenn du jetzt nicht gerade im Zug, Bus, Tuk-Tuk sitzt, dann bist du so unterwegs und hast immer deinen Kamerarucksack mit dabei gehabt oder auch einfach mal erst die Kamera zu Hause gelassen und die dann später rausgeholt?
Wie bist du da unterwegs? Ich bin tatsächlich fast immer mit dem Kamerarucksack unterwegs gewesen, weil ich einfach auch, ich wollte nichts verpassen. Ich wollte alles einfangen, was ich einfangen möchte. Ja. Ich habe festgestellt, dass ich hatte ja jetzt zum Testen, zum Ausleihen des 70-200 mit auf Reisen dabei und ich habe festgestellt, dass das Fotografieren mit dem 70-200 auch für die anderen Personen, oder was heißt andere Personen, aber auch für mein Umfeld ganz anders ist. Ich bin nicht so inkognito. Das ist ganz so. Ein Fotograf oder eine Fotografin, schöner ist es meistens mit kürzerer Brennweite, wenn es auch nicht so auffällig ist. Wenn man selbst nicht so auffällt, kann man oft Situationen besser einfangen. Habe ich das, ja, die Erfahrung jetzt gemacht. Aber ich habe es total genossen, dieses Objektiv zu haben und ich würde mir das natürlich auch gern holen. Also, wenn man es mal gehabt hat, möchte man nicht mehr so drauf verzichten. Sehr schwer. Ja. Also ja. Wer hier regelmäßig dabei ist, weiß, bei mir hat es, ich war dann auch irgendwann überzeugt und es hat es in meinen Kader geschafft. Also ich bin auch überzeugte Nutzerin des Objektivs. Ich finde es total schön. Ja, aber klar, es ist was komplett anderes. Du bist nicht so unsichtbar, sondern wirst wirklich als Fotografin wahrgenommen. Und gerade wenn man so Momente einfangen will, wo man gar nicht unbedingt gesehen werden will, das wird schwieriger, ne? Weil die einen viel, viel schneller sehen, vielleicht auch irgendwie komisch beäugen oder dann vielleicht auch eher nicht fotografiert werden wollen, weil sie es halt anders wahrnehmen, ne? Ah ja, aber hast du die trotzdem, wenn du dann rumgelaufen bist, hast du trotzdem immer das Objektiv auch drauf gehabt oder hast du dann vielleicht auch eher geguckt, dass du erst mit der kleineren Brennweite losgezogen bist und wenn dann irgendwie ein Moment da war, wo du dachtest, ah, das wäre jetzt cool, das ein bisschen näher ranzuholen oder hier habe ich irgendwie Fokus Natur und da will ich irgendwie ein bisschen die längere Brennweite haben, hast dann erst gewechselt? Ja, so kann man es eigentlich ganz gut formulieren. Also ich habe größtenteils das dann situationsabhängig gemacht, zum Beispiel auch als ich bei der Nine Arch Bridge war, bei dieser Brücke, bei dieser Bahnbrücke, da hat es auch einfach, da wusste ich vorher schon, das macht nicht so Sinn, mit einem 70-200 dahin zu gehen, weil es einfach, dachte ich, besser wirkt, wenn ich die Brücke dann weitwinkliger fotografiere und da habe ich dann auch gleich die kürzere Brennweite drauf gemacht. Ja. In der Stadt habe ich auch eher erst angefangen mit der kürzeren, weil ich mir dachte, ja, man ist halt eben sehr auffällig mit der längeren Brennweite. Ja. Michael, sei doch so lieb und spiel uns nochmal das letzte Video ein von der Sri Lanka-Reise. Nummer 5. Genau, super. Das ist das, wo du halt gesagt hast, ne, da hast du dann direkt die kürzere mit dabei gehabt. Super. Sehr gut. Und bitte einmal noch das Video 3. Das finde ich auch nochmal schön zu sehen, wie du da fasziniert vom Umfeld bist. Over here, we have a wild Julia. Wild Julia war es auch total egal, ob die nass werden oder nicht, ne? Super. Julia fragt hier gerade, also eine andere Julia, fragt, ob das Objektiv nicht manchmal auch ein Icebreaker sein kann. Also ob das vielleicht manchmal auch ob du da das Gegenteilige, die gegenteilige Wahrnehmung vielleicht sogar hattest. Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Und zwar habe ich auf meiner Reise zwei
Niederländerinnen kennengelernt, mit denen ich dann auch später nochmal ein paar Tage verbracht habe in einer anderen Stadt. Da haben wir uns wieder getroffen und da war tatsächlich der ausschlaggebende Punkt, dass wir in Kontakt getreten sind, das Objektiv von euch. Also das ist 70 zu 100, weil sie gesagt haben, oh wow, sie möchten mal das Bild sehen, das ich gerade gemacht habe. Und das stimmt, das war ein Icebreaker. Ach cool. Super, hier total ins Schwarze getroffen, sehr gut. Schön. Ja, das war jetzt deine aktuellste Reise. Du bist aber auch letztes Jahr schon ganz schön gut rumgekommen. Also es ist auf jeden Fall nicht nur das Fotografieren ein Hobby von dir, sondern auf jeden Fall in Verbindung mit dem Reisen. Wo warst du denn letztes Jahr unterwegs und was hast du uns noch mitgebracht? Letztes Jahr war ich das erste Mal alleine unterwegs. Da bin ich nach Madeira geflogen zum Wandern und eben zum Fotografieren. Und dann war ich noch in Florenz. Mhm. In den beiden Orten haben wir hier, glaube ich, auch noch Bilder. Ja. Genau. Aus Madeira gibt es leider nicht so richtig Behind-the-Scenes-Material, aber ganz, ganz wunderschöne Landschaftsaufnahmen, die ich euch einmal gerne hier auch einblenden möchte. Da, also Wahnsinn. Super, super schön. Da würde ich mich jetzt gerade direkt gerne hinbeamen. Was für eine Kraft auch, ne? Ja, total. Das waren auch nur bei dem Bild, ich glaube, 3-4 Minuten, wo das Licht da so war. In Madeira wechselt ja ständig das Wetter. Mhm. Von Sonnenschein, Regen und dann wieder diesig. Wahnsinn. Also, dass das hier alles derselbe Ort ist, das meint man doch nicht. Wahnsinn. Was mich hier noch interessiert, Thema Bildbearbeitung. Ja. Wie handhabst du das? Machst du das alles selbst, sowohl im Betrieb als auch bei den Travel-Aufnahmen? Oder gibst du auch mal was ab? Oder wie gehst du damit um? Also privat mache ich alles selber. Und im Betrieb ist es so, dass wir eine bestimmte Grundbearbeitung je nach aktueller Auftragslage, gerade wie es eben ist, selbst machen. Also die Fotografen legen die grundlegenden Photoshop-Dateien an, mhm, und retuschieren und bauen Hintergründe ein und so weiter. Aber die finale, feine Bildbearbeitung wird dann von unserer Post-Production-Abteilung gemacht. Genau. Ja, super. Nochmal so eine richtige High-End-Retusche gibt es dann da. Ja. Schön. Und wenn du jetzt für deine, ich nenne es mal privaten Arbeiten, retuschierst oder editierst, arbeitest du viel mit Presets, mit Filtern oder ist das immer so, ja, kommt ganz auf das Foto an? Ich meine, du arbeitest viel ja schon mit so einem Filmgrain irgendwie. Ist das von Bild zu Bild anders oder von Strecke zu Strecke anders oder hast du da so ein, ich sag mal, Copy-Paste? Also ich habe so ein paar verschiedene Presets, die ich mir selber erstellt habe und die ich mir abgespeichert habe und wende die dann immer wieder auf die verschiedenen Aufnahmen an, mhm, und passe die dann natürlich an, weil es je nach Lichtstimmung, nach von den Farben, das ist ja immer unterschiedlich und da muss man sich dann einfach ein bisschen rantasten. Aber die habe ich, also mit der Zeit sammelt sich ja da auch was an. Ich speichere mir die immer wieder ab und dann guckt man natürlich, okay, ist auch immer spannend, wie die Bilder dann auch wirken, wenn man die Bearbeitung drauf hat oder eben noch nicht und dann ja sehen kann, was es noch so kann, das Bild. Ja, sehr spannend. Ja, auf jeden Fall, super. Kannst du dich manchmal schwer entscheiden? Oder ist das für dich immer klar? Ist eine schwierige Frage. Also es ist schon schwierig manchmal, aber manchmal auch ganz klar. Ja, okay. Also es gibt beides. Ist doch gut. Ja, ja. Weil ich finde, manchmal ist es so, wenn man dann zu viel ausprobiert, dann, also ja, weil ich gehe total mit dir mit dem Punkt, dass
natürlich durch eine diverse Bearbeitung Bilder eine ganz, ganz andere Wirkung erzielen können. Ne? Das ist ja ganz klar. Alleine schon die Frage, ob schwarz-weiß oder Farbe oder entsättigt oder doch ein bisschen mehr Sättigung und knalliger. So, das macht halt natürlich immer was ganz anderes. Aber ja, ich finde, wenn man sich dann zu viel Zeit dafür gibt und zu viele Dinge ausprobiert, dann ist es irgendwann... kann es mir zumindest schnell passieren, dass ich mich darin verliere, was ich denn eigentlich in dem Bild gesehen habe und in dem Moment gespürt habe. Und das ist eigentlich ja das, was ich zeigen möchte. So. Und meistens ist auch der erste Gedanke, den man hatte, oder auch schon beim Fotografieren, finde ich, denkt man sich oft, oh ja, das wird jetzt, also ich denke mir oft, in Schwarz-Weiß ist das genau das, was ich erzielen möchte, wenn ich das jetzt fotografiere. So. Ah, aber auch noch eine gute Frage. Fotografierst du manchmal auch schon direkt in Schwarz-Weiß oder halt parallel? Ja, manchmal, es gibt ja die Voreinstellung, dass man eben in Schwarz-Weiß schon eben fotografieren kann. Ja. Und das verwende ich auch manchmal, ja. Naja, super. In der Stadt, wenn ich irgendwo rumlaufe, weil ich dann das Gefühl habe, ich sehe, ich kann mich besser auf das konzentrieren, oder ich sehe die Dinge besser. Ja. Die Motive, ja. Ja. Ah ja, super spannend. Genau, für alle, die es jetzt da nicht so wissen, das RAW bleibt halt immer da bestehen in Farbe. Also sollte man hinterher den Wunsch verspüren, das doch alles irgendwie in Farbe sehen zu wollen, ist das alles möglich. Aber es wird dann immer schon noch parallel ein JPEG in Schwarz-Weiß erstellt, was total super ist. Genau. Wir schwenken mal weiter zu Florenz. Da hast du uns nämlich auch noch ein schönes kleines Reel mitgebracht, was so ein bisschen die Stimmung einfängt. Michael, sei doch so lieb und spiel uns das einmal ein. Sehr, sehr schön. Und ich gehe hier auch nochmal in ein paar der Bilder, die wir jetzt gerade schon gesehen haben. Hast du uns noch einmal mitgebracht, dass wir die noch ein bisschen länger hier mal einmal teilen können. Auch hier wieder ganz, ganz schöne Momente. Du bist auf jeden Fall immer sehr aufmerksam und guckst nach rechts und links und oben und unten. Ja. Sehr, sehr schön. Auch diese zwischenmenschlichen Begegnungen. Wie ist das hier zum Beispiel? Bist du dann im Nachgang auf die zugegangen und zeigst denen dann auch mal so ein Bild oder behältst du das dann einfach für dich? Da habe ich mich nicht getraut, tatsächlich. Also ich habe es jetzt schon öfter gemacht auch, dass ich den Leuten dann die Bilder zeige und dann auch frage, ob ich noch Bilder von ihnen machen darf. Meistens ist es so, dass dann die Leute nicht mehr so natürlich wirken, weil sie halt wissen, dass sie jetzt fotografiert werden. Ja. Ja, das kenne ich, ja. Aber also so, ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man nach so einem Moment jetzt denen das dann zeigt, dass dadurch auch nochmal ganz, ganz schöne Momente entstehen können oder schöne Begegnungen. So. Mhm. Aber ich kann es auch verstehen. Ich glaube, da muss man vielleicht auch erstmal ein bisschen hinkommen oder das, du wirst das schon richtig fühlen, auch vor Ort, ob das dann jetzt angebracht ist oder nicht. Es ist auch ein Prozess, finde ich. Wie bitte? Es ist auch ein Prozess, so, dass man das lernt. So. Total, total. Und auch, also ich sage jetzt mal, in Sri Lanka habe ich zumindest damals die Erfahrung gemacht, dass die meisten sehr, sehr offen der Fotografie gegenüberstehen. Also dass, wenn man dann gefragt hat, dass sie sich auch gerne haben fotografieren lassen. Ich war jetzt gerade auch wieder in Indien, da ist es ähnlich, ja. Es gibt aber auch durchaus Orte, wo das gar nicht gerne gesehen ist und wo man so total auf sein Recht am eigenen Bild pocht und nirgendwo irgendwie digital erfasst werden möchte. Und ich glaube, das hat natürlich auch ganz, ganz viel damit zu tun. Aber ja, da hast du vollkommen recht, das lernt man dann so mit der Zeit, wo,
wo und wann es irgendwie angebracht ist, auf die Leute zuzugehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass du da schöne Begegnungen noch in Zukunft haben wirst. Sehr gut. Vielleicht zum Abschluss, wir sind schon fast am Ende unserer Zeit angekommen. Es ist, die Zeit fliegt immer dahin. Aber vielleicht so zum Abschluss noch einmal, kannst du so, na, ich will gar nicht sagen eine Zusammenfassung, aber du hast den Weg einer klassischen Berufsausbildung in die Fotografie gewählt. Es ist ja heute irgendwie schon immer mal wieder umstritten, ob das überhaupt noch so, ich sag mal, standesgemäß ist, zeitgemäß ist, in der Zeit von ja, mehr Influencern und Digitalisierung und Co. Ist das denn, also ich finde, du bist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es funktioniert und dass es sehr, sehr gut funktionieren kann. Wie siehst du das? Würdest du das weiter verfolgen oder hättest du dir vielleicht auch gewünscht, es mehr in Form von einem Studium oder auch noch anders irgendwie zu erleben? Ich habe natürlich auch darüber nachgedacht, wie es gewesen wäre, wenn ich ein Studium gemacht hätte. Mhm. Ist aber so, dass ich hinsichtlich einem Studium gar keine Erfahrungen habe, was die Fotografie eben angeht und ich das jetzt deswegen nicht befürworten oder da sagen könnte, nee, mach das bloß nicht. Was ich sagen kann, ist, dass ich eine sehr gute Erfahrung mit der handwerklichen Ausbildung zur Produktfotografin gemacht habe, dass es natürlich immer darauf ankommt, in welchem Bereich der Fotografie man tätig sein möchte. Hm. Im Studio, die Arbeit, das ist mein perfekter Ausgleich zu meiner Reisefotografie und gibt mir auch oder hat mein Know-how erweitert, was auch technisch, was eben ja die Technik angeht und das Know-how grundsätzlich. Also ich würde das weiterempfehlen, definitiv. Sehr schön. Und ich glaube, was da auch ganz toll ist, ich glaube, das haben wir am Anfang jetzt gar nicht gesagt, aber ihr seid halt auch ein Team von knapp 45 Leuten, glaube ich, in dem Betrieb. Ne? Da hattest du gesagt, das sind jetzt nicht alles Fotografen und Fotografinnen, aber das macht natürlich was aus, wenn man sich tagtäglich in so einem Netzwerk ja, befindet und halt einfach mit anderen Kreativen diesen Austausch tagtäglich hat. Wer das nicht hat, wer dann frisch irgendwie aus so einem Studium rauspurzelt und irgendwie vorher kein Netzwerken groß betrieben hat, der ist da manchmal ganz schön aufgeschmissen. Also an dem Punkt auf jeden Fall auch nochmal so Call to Action, nutzt alle eure Kontakte, die ihr auf dem Weg ja, findet, die euch begegnen, pflegt die und genau, guckt, dass ihr da einfach immer schön weiter fleißig netzwerkt. Ne? Julia, vielen, vielen Dank für die ganz, ganz tollen und intimen Einblicke. Es war sehr, sehr schön. Ich freue mich darauf, was ich in Zukunft alles von dir zu sehen bekomme. Ich kann schon mal sagen, ich erwarte Großes. ohne Pressure. Nein. ich glaube, du wirst da ganz, ganz schön und ruhig deinen Weg machen. Und ja, vielen, vielen Dank an der Stelle. Ja, danke auch. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Dankeschön.